Hallihallo. Heute geht es um was recht Altes, was aber trotzdem irgendwie noch brandaktuell ist. Meine Rede ist vom Magic Keyboard 2, von der Magic Mouse 2 und vom Magic Trackpad 2. Alt, weil sind ja schon 6 Jahre auf dem Markt. Seitdem hat sich bei den Dingern ja so gut wie nichts getan. Brandaktuell aber trotzdem, weil jeder, der wie ich in die Apple-Welt einsteigt oder umsteigt, der muss sich ja Gedanken machen, wenn er sich nicht gerade ein MacBook oder ein Tablet kauft, was er für eine Tastatur und eine Maus da gerne benutzt. Natürlich grundsätzlich kann man alles benutzen, aber mir persönlich ging das so, dass ich natürlich von dem Apple-Hype ein bisschen angefixt war und man hörte echt nur Gutes über das Keyboard, man hört über die Maus so zwiegespalten, ja, wegen der Ergonomie, aber trotzdem top. Und das Trackpad lieben eigentlich auch recht viele und mir ging das dann so eben, dass ich nicht groß auf dem Drittanbietermarkt rumgeschaut habe, sondern gedacht habe, komm, die Dinger holst dir. In meinem Fall habe ich sie mal wieder Gebrauch gekauft. Die waren im Zustand original verpackt wie neu und waren dadurch halt um einiges günstiger. Lustigerweise, ihr werdet es nachher in den Ausschnitten sehen, habe ich nicht ganz auf die Tastatur geachtet. Die hat ein italienisches Layout, aber ist in dem Fall auch kein Problem. Sie war spottbillig, Maustastatur für einen Fuffi bekommen. Wirklich original verpackt, niegelnagelneu. Und man kann sich ja die Caps, die kleinen Tasten, kann man ja nachkaufen. Die sind relativ leicht zu wechseln, habe ich schon probiert. Aber ich fange schon wieder an mit Labern, darum soll es heute gar nicht gehen, sondern wir möchten uns, oder ich möchte mich über diese Geräte unterhalten und was die können, was die taugen, ob es wirklich Sinn macht, die noch zu kaufen. Weil mittlerweile gibt es ja doch auch andere Dinge auf dem Markt, die ja in einigen Belangen vielleicht sogar besser sind. Wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Beginnen möchte ich mit der Tastatur, dem Magic Keyboard 2. Bei mir war das so, ich habe mir einen Mac Mini M1 gekauft und habe natürlich auch überlegt, ich hatte am Anfang eine uralte Windows-Tastatur und eine Logitech G-Maus, weiß gar nicht mal welches Modell das war, kabelgebunden an meinen Mac Mini M1 dran und die Frage war natürlich da, womit ersetze ich das? Ich will ja für meinen Mac Mini M1, möchte ich als adäquates Werkzeug, um damit zu arbeiten. Und ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht groß auf dem Drittanbietermarkt umgesehen, weil irgendwie war im Kopf drin, jetzt hast du da einen Mac stehen, jetzt will ich verdammt nochmal auch eine Magic Maus haben und eine Magic Keyboard. Und da hat sich die Frage gar nicht gestellt. Ja, ich habe also ganz konkret geschaut, dieses Teil zu bekommen. Ich habe mich für die kleine Variante entschieden, also die ohne 10er Block. Das Magic Keyboard 2 gibt es ja einmal in groß, da ist dann der 10er Block dabei, also wie eine vollwertige Tastatur, und einmal die kleine Variante, wie ich sie habe. Ganz einfach war bei mir einfach ein finanzieller Grund. Ja? Ich habe nicht eingesehen, für einen scheiß 10er Block so viel Geld mehr zu zahlen, zumal ich ja, wie ich es im Vorspann schon gesagt habe, Gebrauch gekauft habe und die Kombination aus Maustastatur für einen Fuffi. Nein, da war mir ein 10er Block nicht so sehr wichtig, dass ich da jetzt unbedingt muss mehr Geld für ausgeben. Das Magic Keyboard 2 kostet auf Amazon momentan so um die 80, 84 Euro und das ist schon ein gewaltiger Preis für die kleine Version. Die große Version kostet einen Tick mehr, ich glaube so 120 oder 130, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber ich muss auch sagen, man kriegt für das Geld auch wirklich was geboten. Ich fange mal an mit der Optik. Also optisch ist die Tastatur wirklich absolut unerreichbar, meiner Meinung nach momentan. Also ich habe jetzt im Nachhinein und auch zur Recherche für das Video hier ein bisschen mal geschaut, was es denn noch so alles gibt. Und rein optisch ist meiner Meinung nach keine Tastatur in der Lage, dem Magic Keyboard 2 das Wasser zu reichen. Alleinig der Alurahmen, ja, ist einfach totschick, ja, hinten dieses kleine Knöpfchen, ich meine, das sieht man kaum, den macht man einmal an und einmal aus, aber alleinig wie das gelöst ist, das kleine Alu-Pönöpsel-Schalterchen da hinten, das ist wirklich wunderbar, das ist einfach schön. Die steht auf dem Tisch und ist ein absoluter Blickfang, kann man nicht anders sagen. Wenn man ins Zimmer reinläuft oder ins Büro, wie in meinem Fall, und blickt sich so auf dem Arbeitsplatz um, die Augen gehen immer auf Tastatur, Trackpad, Maus. Bei mir.
Weiß nicht warum, ist aber so. Also optisch wirklich top. Vom Schreibgefühl her auch wirklich, wirklich gut. Wer nicht unbedingt mechanische Tasten braucht, sondern gerne kurze Tastenanschläge hat, so wie man es von Notebooks gewohnt ist, das Schreibgefühl auf dem Magic Keyboard 2 ist wirklich, wirklich super. Ich habe ja so Wurstpranken, ja, und ich behaupte jetzt nicht, dass ich in meinen Fingerspitzen so das alles so extrem gut rausfühle. Aber das habe ich gespürt. Schon beim ersten Mal ausgepackt, angeschlossen, getippt. Wow, wirklich, wirklich top. Was auch super ist, was auch das Schreibgefühl angeht und auch die Arbeit, die man damit leisten kann. Ich muss die Tasten zum Beispiel nicht mittig treffen. Ich hatte mal so eine Satechi-Tastatur, die war auch wirklich schön, hatte ich damals am PC dran. Die war recht günstig, so um die 70 Euro hat die gekostet. Tipptopp, wirklich, aber das kann man nicht vergleichen, das sind Welten, ja. Und wenn man beim Tippen dann auf den Monitor guckt und man trifft halt mit dem Finger mal nicht unbedingt die Taste richtig, dann war halt der Buchstabe nicht da. Mit dem Magic Keyboard 2, die löst aus, egal in welchem der Ecken ihr da drückt, die löst einfach aus. Super. Auch der Abstand der Tasten ist bei dem Magic Keyboard 2 einfach so ein Tick geringer als bei anderen Tastaturen, die ich bis jetzt hatte. Und das ist für mich wirklich super, also ich schreibe wesentlich schneller auf dem Magic Keyboard 2, als ich es vorher gemacht habe. Hört sich jetzt vielleicht arg an, aber es ist so, ich empfinde das einfach so. Ja? Es ist ein Akku verbaut, auch ganz toll. Ja, der hält jetzt bei mir, also ich habe es jetzt 5-6 Wochen hier auf dem Tisch, habe bis heute noch nicht geladen, ich glaube 8% sind noch drin. Mal gucken, wann er meckert. Noch ist alles gut. Ja. Das war's eigentlich schon zu der positiven Sache. Also, was heißt, das war's schon? Die Tastatur ist im Gesamtpaket wirklich, wirklich top. Es gibt aber auch so ein paar Abstriche, ja, oder ein paar negative Dinge. Und da fällt mir zum ersten das Lightning, den Lightning-Anschluss an. Um die Tastatur zu laden, brauche ich ein Lightning-Kabel. Hey, ich habe ein Mac Mini M1 hier stehen, sonst nichts, kein iPhone. Gut, oben, die Kinder haben noch iPads, die haben Lightning-Kabel oben rumliegen, aber ich nicht. Also muss ich hier jetzt an meinem USB-Netzteil, was ich unter dem Tisch verbaut habe, muss jetzt noch ein Lightning-Kabel dran, ja, finde ich doof, ist jetzt aber auch kein Weltuntergang, ja. Die nächste Version wird sicher USB bekommen, also hoffe ich zumindest. Ist handelbar, aber stört mich. Was mich viel mehr stört, sind die Pfeiltasten. Ja. Die liegen so eng beieinander an der Tastatur, also das geht gar nicht. Ich brauche die zum Glück so gut wie nie, aber wenn ich sie brauche, vertippe ich mich. Vor allem hoch und runter ist hier wirklich extrem schwierig. Wirklich extrem schwierig. Ist aber auch der kurzen Version geschuldet. Also wer das vollwertige Magic Keyboard 2 kauft mit 10er Block dran, der hat die Pfeiltasten wie an jeder Standardtastatur einfach zwischen 10er Block und Tastatur. Das sind die auch ganz normal. Aber bei der kleinen Version, wie ich sie habe, ist das ein Manko. Was ich am allermeisten vermisse an der Tastatur, ist aber die Hintergrundbeleuchtung. Die Tastatur ist einfach nicht beleuchtet und das finde ich echt scheiße. Auch die große Version mit dem 10er Block ist nicht beleuchtet. Die Tastatur gibt's einfach nicht mit Hintergrundbeleuchtung. Und das kann ich nicht verstehen. Das muss auch gar kein RGB-Klump sein. Es reicht eine dezent weiße Hintergrundbeleuchtung, weil ich hab's halt nur mal bei mir im Büro dunkel, wenn ich arbeite. Und ja, das macht da optisch mehr her und ich sehe auch die Tasten einfach besser. Ja, hätte ich gerne gehabt, habe ich aber nicht. Ansonsten, was soll ich sagen? Jeder, der sich überlegt, was kaufe ich mir für eine Tastatur für den Mac, macht auf jeden Fall, wenn ihn die Beleuchtung, das Lightning-Kabel und die kleinen Pfeiltasten nicht stört, mit der Version, wie ich sie habe, nichts falsch. Die gibt es auch in Weiß und in Grau oder Space Gray. Man kann sich die Farben dann aussuchen, also er macht absolut nichts falsch und wird von der Tastatur auch super begeistert sein. Macht euch auch keine Sorgen, weil die ultra flach ist, das habe ich vergessen zu erwähnen, die ist ja ultra flach, die Tastatur, und liegt dementsprechend auch sehr flach auf dem Tisch auf. Das ist eine kurze Umstellung bei mir gewesen, das ging 3 Tage, dann habe ich es geliebt. Mittlerweile möchte ich diese aufgestellten Tastaturen gar nicht mehr haben, also das ist also ergonomisch auch überhaupt gar kein Problem. Jetzt ist es natürlich so, es gibt auch Drittanbieter, die Tastaturen herstellen, und ich habe da auch schon
drüber nachgedacht, ob ich da vielleicht mal nicht auch zuschlagen sollte. Und zwar, wen ich da als erstes erwähnen möchte, was meiner Meinung nach der größte Konkurrent zu dem Magic Keyboard 2 ist, ist die Tastatur von Logitech. Logitech MX Keys heißt sie. Und die ist wirklich meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut. Ich würde sogar fast sagen, besser. Zumindest was Preis-Leistung angeht. Also ich kriege da für 81 Euro, also nochmal ein paar Euro günstiger, kriege ich die große Version. Ne? Wenn man hier vom Magic Keyboard die große kauft, liege ich bei 120 oder 130. Die kleine Version kostet 84. Bei Logitech kriege ich die vollwertige mit 10er Block, mit allem drum und dran für 81 Euro bei Amazon aktuell. Wirklich top. Ich habe kein bescheuertes Lightning-Kabel dran, ich habe eine Hintergrundbeleuchtung dran, ich kann bis zu 3 Bluetooth-Geräte anschließen an die Logitech-Tastatur, kann also noch ein Tablet dranhängen oder sonst was und kann oben einfach umschalten auf 3 Knöpfen. Die hat schon wesentlich mehr zu bieten fürs Geld. Allerdings, das Schreibgefühl ist gut, ja, ich habe schon mal ein bisschen drauf rumgetippelt, aber kommt nicht an das Magic Keyboard 2 heran. Ich halte jetzt auch immer so eine Sache, meine Güte, es ist jetzt auch nicht so, dass man die Logitech-Tastatur nicht kaufen kann, weil da kann ich nicht mehr drauf schreiben. Es ist aber trotzdem Unterschied, mir gefällt das Magic Keyboard 2 vom Schreibgefühl her einfach besser. Und dann ist halt noch eine Sache der Optik. Also wer wirklich Wert drauf legt, dass er auf seinem Schreibtisch Ordnung hat und wirklich eine tolle Optik hat, ohne Witz, der stellt sich keine Logitech MX Keys dahin. Ich weiß, wie immer, Geschmackssache, könnt ihr mich steinigen, aber die kommt optisch bei weitem nicht an das Magic Keyboard 2 heran. Geht nicht. Alleinig dieser Wulst, der oben an der Tastatur dran ist bei Logitech, ich verstehe es nicht. Warum hat man den nicht weglassen können? Dann wäre das optisch sogar noch eine Augenweide gewesen, aber ja, in meinen Augen geht es einfach nicht. Ja, sie ist auch nicht so flach, sie ist wesentlich schwerer. Na gut, schwer ist egal, das Ding liegt auf dem Tisch, da wird sich keiner drum scheren. Ja, im Prinzip, man kriegt bei der Logitech MX Keys für das gleiche oder für weniger Geld wesentlich mehr Umfang, mehr Leistung. Und am Schluss würde ich fast sagen, entscheidet es dann aber die Optik. Ja, also wer jetzt nicht unbedingt auf Licht, auf beleuchtete Tasten abfährt, der kann dann eigentlich fast getrost sagen, entweder ich muss sparen und kaufe mir dann lieber eine MX Keys anstatt einen Magic Keyboard 2, oder ich will wirklich das geile Teil, geile Optik auf dem Tisch haben, der kauft dann lieber das Magic Keyboard 2. Ja, wie man will. Die nehmen sich auf jeden Fall nicht so viel, finde ich. Dann gibt es noch eine Alternative, die ist wesentlich günstiger. Gut, was heißt wesentlich? Da reden wir auch von 14 Euro. Aber ist doch schon Geld. Ist von Satoshi. Aber da muss ich sagen, ganz ehrlich, meiner Meinung nach Finger weg. Das hat bei mir, ich hatte die, muss ich zugeben, am Windows-PC am Laufen. Hat bei mir einfach nicht funktioniert. Die tut schon, was sie soll. Aber dann war mal Bluetooth weg. Und dann hat es mit 3 Geräten verbinden nicht funktioniert. Das Schreibgefühl war eher so ein bisschen gummiartig und ja, dann lieber den Aufpreis zahlen, eine Logitech hinstellen oder eben noch einen kleinen Aufpreis und ein Magic Keyboard 2 Satoshi kann ich so nicht empfehlen. Was natürlich selbstredend ist, egal ob ihr die Logitech MX Keys, das Magic Keyboard 2 oder das Satoshi Tastatur nehmt, die sind alle nicht zum Zocken geeignet. Also so gelegentlich, wie ich es mache, ein bisschen drauf rumklimpern geht, aber wer zockt, Finger weg. Der braucht noch eine Gaming-Tastatur nebendran. Sonst hat es gar keinen Sinn. Dann machen wir weiter mit der Maus. Die Magic Mouse 2. Kostet auf Amazon momentan so ungefähr um die 90 Euro. Also nicht so billig. Und ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Also ergonomisch ist die Maus natürlich absoluter Käse. Ja, da kommt es dann wirklich drauf an, wer die nutzen möchte, der muss halt nicht oder darf halt nicht sehr empfindlich sein, was Ergonomie angeht.
Aber man kann sie nutzen. Ich nutze sie jetzt schon, seitdem ich sie habe, sind jetzt ein paar Wochen und vermisse meine alte ergonomische Maus nicht. Wenn ich aber, und das habe ich für dieses Video gemacht, wenn ich aber hingehe und stelle meine alte Logitech G-Maus daneben dran und habe die in der Hand und die ist einfach ergonomischer und wechsle da ein bisschen hin und her zum Testen, dann muss ich gestehen, dann habe ich schon bei der Logitech ein eindeutig besseres Gefühl. Also wenn man ständig irgendwie wechselt, weil man irgendwie noch zockt am Mac von mir aus und man hat da einmal seine Gaming-Maus, einmal seine Magic-Maus stehen, dann glaube ich, wird es echt hart. Weil irgendwann würde ich jetzt fast behaupten, würde ich dann sagen, nee, komm, dann bleibe ich gleich bei der Gaming-Maus, ist angenehmer zu bedienen. Macht man das aber nicht, hat man sein Setup, Tastatur, Maus oder von mir aus noch Trackpad und man nutzt die Maus ständig, dann vermisst man auch nichts. Also so geht's mir. Ich hatte jetzt niemals den Gedanke, irgendwie war mir das andere dann doch lieber. Nee, wirklich wunderbar. Kann man machen. Ja, ich habe schon erwähnt, um die 90 Euro kostet die Maus. Optisch ist sie natürlich eine absolute Augenweide, finde ich. Ja, wieder haben wir Alu unten. Wir haben wieder diesen kleinen Schalterpinöpsel, die ich immer so geil finde. Wir haben eine spiegelglatte Oberfläche. Die passt einfach gut zum Trackpad und zur Tastatur. Wer also wieder viel Wert auf Optik legt, also ich möchte es auch ordentlich auf meinem Tisch und ich habe ein Magic Keyboard 2 da, da muss quasi die Magic Mouse 2 nebendran. Da kann ich nicht eine Magic Keyboard hinstellen und irgendeine andere Maus, weil sie ergonomischer ist. Klar, wie gesagt, wenn es Menschen gibt, die haben da Probleme und man soll ja auch an seine Gesundheit denken, dann muss man das schon so machen, aber ich kann die Magic Maus da hinstellen, bin zufrieden, habe keine Schmerzen, kann arbeiten, arbeite wirklich gut damit. Also soll sich jetzt nicht so negativ anhören. Was mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen ist, ist zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Ich habe ja im Prinzip nur noch eine Taste. Ich habe kein Scrollrad, nix, aber ausgepackt, angeschaltet, ausprobiert und hat sich alles erklärt. Die Maus hat sehr wohl eine linke und eine rechte Taste. Ja, also sie ist zwar nicht physisch vorhanden, aber die Maus erkennt, ob ich links oder rechts mit dem Finger drücke. Ich kann sogar in der Software in macOS einstellen, wo dieser Schnitt sein soll. Also ich kann die linke Taste größer machen und die rechte kleiner und umgekehrt. Überhaupt kein Problem. Das Scrollrad vermisse ich, seitdem ich die Magic Mouse 2 benutze, überhaupt nicht mehr. Weil dieses, ich hol sie gerade mal her, dieses Scrollen über die komplette Oberfläche, das ist geil. Also ohne Witz, Ergonomie hin oder her, aber wenn ich da am Scrollen bin und mein Finger gleitet da einfach nur drüber und ich kann das echt super präzise machen, wirklich gut. Des Weiteren habe ich noch die Funktion nach links und nach rechts zu wischen und kann damit zum Beispiel im Microsoft Edge, ich nutze ja Edge, oder auch im Safari funktioniert das, scheißegal, kann ich eine Seite vor, eine Seite zurück. Ja, sie erkennt Tab-Gesten. Ich kann also mit dem Finger nur drauf tappen und es passiert irgendwas. Kann ja alles in macOS einstellen. Leider ist der Umfang von dem, was ich einstellen kann, meiner Meinung nach sehr, sehr gering. Da gibt's aber Abhilfe, da mache ich demnächst mal ein Video dazu. Da gibt's ein Tool, das nennt sich Better Touch Tool und damit kann ich wirklich die Maus und auch das Trackpad und die Tastatur und was auch immer bis zum Erbrechen kann ich die konfigurieren. Mit einer Tab-Geste, mit zwei, mit drei, mit vier Fingern, mit allem Pipapo. Wirklich gut, kommt ein Video dazu auf jeden Fall. Ja, ansonsten hat die Magic Mouse noch einen Akku drin. Den habe ich jetzt auch einmal geladen, als ich sie bekommen habe. Das ist jetzt auch ein paar Wochen her und bis jetzt läuft sie, ohne zu meckern, dass der Akku leer ist, durch. Nachteilig finde ich an der Magic Mouse aber vor allem, dass sie so, wie soll ich sagen, so langsam ist. Also ich hatte ja davor eine Logitech G-Maus dran am Mac Mini M1, habe in meiner Mauskonfiguration in macOS den Schieberegler auf 3/4 gemacht, weil ich habe den Mauszeiger gern ein bisschen sensibler, ein bisschen schneller und dann ist der Zeiger auf dem Bildschirm hin und her gerannt. Bei der Magic Mouse 2 muss ich volle Pulle einstellen, es ist mir immer noch zu langsam. Das ist ein reines Software-Ding, ich verstehe nicht, warum die Magic Mouse so gemütlich sein muss, aber in meinem Fall ist sie es. Also wie gesagt, Einstellungen habe ich auf volle Möhre
und der Mauszeiger bewegt sich schon zügig. Ich kann damit arbeiten, aber einfach nicht zügig genug für mich. Es könnte noch ein Tick schneller sein. Bei Drittanbietermäusen, die da dranhängen, funktioniert das astrein. Verstehe ich nicht, ärgert mich auch ein bisschen. Aber gut, ist so und es ist jetzt auch kein Weltuntergang. Es funktioniert. Ja, wie gesagt, und dann sind wir halt wieder bei dem Thema, wenn ich mich halt entscheide, Magic Keyboard dahin zu stellen, finde ich, sollte auch eine Magic Mouse dahin, weil wer halt da wieder Wert auf Optik und Zusammenspiel der Komponenten legt, der ist so gut beraten, ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Magic Keyboard und dann eine Logitech MX Masters 3 nebendran, passt für mich irgendwie nicht wirklich, vor allem wenn ich gerne in Weiß hätte und ich die Magic Mouse, die MX Masters 3 nicht in Weiß kriege, muss sie in Grau nebendran stehen. Ja, ich weiß nicht. Muss nicht sein. Aber wie ihr es ja schon raushört bei der Maus, da scheiden sich wahrscheinlich die Geister dann am Schluss. Die muss man einfach ausprobieren, muss da ein paar Tage mit rumspielen und entweder man kommt klar damit oder nicht. Für mich vollkommen in Ordnung. Ich komme klar und ich vermisse auch momentan nichts anderes. Alternativ dazu, ich hatte es gerade schon erwähnt, wäre dann die MX Masters 3. Die ist auch günstiger, die kostet um die 80, 83 Euro und kann, was der Funktionsumfang angeht, der Magic Mouse natürlich das Wasser reichen. Logitech bietet eine Software mit, da kann ich die MX Masters konfigurieren bis zum Erbrechen. Die hat auch zig Funktionsknöpfe dran, die hat ein Scrollrad für nach oben, nach unten, die hat ein Daumen-Scrollrad für links und rechts scrollen. Die kann im Prinzip das gleiche wie die Magic Mouse 2. Allerdings mit mechanischen Knöpfen und Rädern und ja, das finde ich, das würde ich jetzt nicht mehr unbedingt wollen, weil ich finde dieses Getatsche finde ich einfach cool. Das kann sich auch sein, dass sich das legt. Ich meine, ich habe die noch nicht lang, natürlich fahre ich noch voll drauf ab. Mal schauen, was die Zukunft bringt, aber ich würde jetzt die Magic Mouse 2 nicht gegen eine MX Masters 3 tauschen. Momentan nicht. Das kann sich sicher auch noch ändern. Mal gucken. Aber trotzdem, es muss ja erwähnt werden. Ich meine, es gibt ja Menschen, die brauchen die Ergonomie und das ist mal halt mit der MX Masters 3 vollkommen aufgehoben. Die ist top ergonomisch, die liegt super in der Hand. Ja, als ich die in der Hand hatte, das ist richtig das Gefühl, ah, ich lege meine Hand rein und fühle mich wohl. Ja, vor allem dieses, ich lege meine Hand nicht rein drauf. Ich lege meine Hand drauf und die sitzt drauf und die Finger sind da, wo sie hingehören. Das habe ich halt bei der Magic Mouse nicht. Und sie ist günstiger. Das muss man halt einfach so sehen. Ich kriege im Prinzip den gleichen Funktionsumfang, eine bessere Ergonomie für weniger Geld. Das hört sich jetzt nicht so gut für die Magic Mouse 2 an. Und dennoch steht sie auf dem Tisch. Und ich glaube, so geht es echt ganz vielen. Die haben das Teil dennoch, weil es einfach ein geiler Scheiß ist. So ein muss ich halt einfach haben. Warum auch immer. Kein Sinn und Verstand, ohne Sinn und Verstand, aber muss ich haben. Ja. Da ist wirklich schwierig, irgendwie auch eine Empfehlung zu geben. Da muss jeder selber durch. Ja, ist so. So, und zum Fazit kann ich eigentlich nur sagen, für mich gibt es momentan für einen Mac nur zwei Optionen. Das ist einmal das Original Apple Zubehör, Magic Keyboard 2, Magic Trackpad 2 und die Magic Mouse 2 oder die Logitech-Variante, die Logitech MX Keys und die Logitech MX Masters 3. Das finde ich so, sind die Top-Geräte, wer die Kohle hat, man kann ja auch auf den Gebrauchtmarkt schauen, aber wer die Kohle hat und wer die ausgeben kann und möchte, der wird zwangsläufig an einem der beiden Varianten hängen bleiben. Ist so. Bei Logitech bekommt man wesentlich mehr fürs Geld. Also wesentlich mehr Funktionsumfang, wesentlich mehr... Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Logitech ist einfach besser. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Bei Apple bezahlt man halt, weil es Apple ist. Und man bezahlt für die absolut geniale Optik und die Qualität. Und wem das nun mal ein paar Euro mehr wert ist, der wird nicht dran vorbeikommen, sich halt diese Apple-Produkte zu kaufen, die dann auf dem Tisch stehen und einfach geil aussehen, so wie es momentan mir wichtig ist und wie ich das gemacht habe. Ja. So, das soll es für heute jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben, wie das so ist mit Maus und Tastatur am Mac. Zumindest mal, wie ich mich dabei fühle. Und es gibt sicher jetzt vor allem durch den Mac Mini M1 garantiert ganz viele Neueinsteiger, ja, bei Apple. Und vielleicht
konnte ich ja den einen oder anderen ein bisschen inspirieren. Ich freue mich über jeden Like, über jeden Kommentar und vor allem über jedes Abo. Und wir sehen uns demnächst.